Bunker über den Ural zu kontaktieren, aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Die hat nur drei Finger. Okay. Gut. Schön zu wissen, was wir hier alles gemacht haben. Hi Artyom, ich bin Wladimir. Nimm was immer du brauchst. Okay. Nein. Nein. Auf jeden Fall alles nehmen. Tauschen. Oh mein Gott. Ja. Eine AK. Sieht aus wie so eine P90. Ist bestimmt besser. Die in der Wand können wir nicht nehmen. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Das ist modernste Militärausrüstung. Ich möchte nicht zum Militär gehen. Ganz ehrlich. Ach, das ist so ein Elektroteil. Gut. Hallo Artyom. Komm. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja, das sehe ich. Ab nach oben. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Da ist eine Kerze aus. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ja, aber da ist trotzdem eine Kerze ich aus. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Blutig, grausam, du erntest, was du siehst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Die Kirche. Die Kirche von Moskau. Ja, irgendwo so eine ganz berühmte, weiß ich jetzt nicht genau. Was sagt er mir? Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Schön. Bereit? Yep. Ich bin bereit für das Ende. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig.
Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Jo. Jetzt geht's zum Ende. Das ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Gut, Zeit den Ofen anzuwärmen. Wir fahren mit Holzkohle. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Schön. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Oh. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Eine Anomalie. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Na. Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Ein weißes Licht. Ich sehe weiß. Was ist mit mir? Ich sehe Licht. Oh. Oh. Artyom! Ein Schwarzer. Artyom! Artyom! Hallo! Ich Artyom. Möchte ins Licht! Möchte in... Ich darf nicht ins Licht. Wach auf, Artyom! Wach auf! Ja, ich bin doch schon wach. Er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Ich werde lieber im Licht. Du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Ich habe keine Ahnung. Kannst du aufstehen? Gut. Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Gasmasken aufnehmen. Ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Ich wette, ich muss alle töten, die kommen. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Oh, nett. Okay. Okay. Wladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum. Etwas näher. 3A nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus! Es ist, als ob die Anomalie die Monster auf uns zutreibt. Oh. Artyom, an die Waffe! Was auch immer passiert, ich werde kämpfen sterben. Flammenwerfer! Fertig. Komm, kühl ab, du.
Kühler! Verdammt! Lauft! Los! Los! Schnarsch! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stopp! Ach, Gott sei Dank. Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft. Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Gut. Bis hierhin haben wir es geschafft. Wie machen wir es weiter? Aber dazu muss ich mal kurz ein paar Kabel verlegen, denn tut mir leid, dass ich jetzt die Atmosphäre unterbreche. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Aber wir brauchen ein... Oh ne! Nein, 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 nein! Das geht jetzt nicht, das geht jetzt gar nicht. Scheiße. Los geht's. Gut. Tut mir leid. Die Pause gerade. Das Tunnel war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns. Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Ich auch nicht. Kommt! Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Genug. Werden Sie die. Oh mein Gott, ist das cool. Ja, mein Fett. Wie Sie sagen. Wie cool. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Die hier. Fehlt dir da noch was?